oder er einfach in irgendeiner Form nicht in die eigene nicht gegen die eigene Komposition gespielt werden sollte. Rumble und Sejuani draußen, Sejuani quasi must have. Ich habe den amerikanischen Kommentatoren, Analytikern so gut wie es geht zugehört, so gut wie es mein Zeitpensum schafft, sie haben auch gemeint. Wenn du in diesem Meta bist, musst du Sejuani beherrschen als Jungler. Das ist das Krasse, ne? Also, du musst irgendwann Dinge beherrschen. Total witzig. Morgana nun eingeloggt. Hylisang. War das Hylisang? Ja, Hylisang. Der hat gerippt mit der. Morgana, Botlane. Super stark. Wenn du eine Reaktion hast, wenn du deinen Q triffst, ist GG. Gut, Zed und Nidalee noch draußen, also ein bisschen Fokus auf den Jungle. Zwei Stück haben wir noch dabei, zwei Toplaner gebannt. Zwei, oder beziehungsweise noch den Zed und die Annie am Start. Ist nicht schlecht, kann man mit leben. Gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie gesagt, der aktuelle Patch 5.6, du kannst halt alles spielen. Du kannst alles spielen, absolut wundervoll. Finde ich sehr, sehr schön. Gragas, nun eingeloggt. Fast. Entschuldigung. Gragas ist nur eingeloggt. Ja, steht schon fest. Nein. Gragas kann man nehmen. Auch ein schöner Flex-Pick mittlerweile. Wer weiß, wo er gespielt wird. Ist der in der Mitte? Ist der im Jungle? Mitte ist jetzt am unrealistischsten, gerade wenn Arjen am Stand ist. Oder ist er Toplaner? Der Toplane-Gragas, na? Der absolute Oberking. Super reich, super viel Gold, kann die EP-Variante wählen. Hat mir nicht besonders gefallen. Wir haben Origin gesehen, Soez mit dem dicken Mann am Start war. Eine Leistung, wo ich sage, habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich jetzt nicht verbuchen als komplett overpowered. Die Teamkomposition von Gamers 2 wird aber jetzt sehr deutlich. Protect the AD Carry, nennt man das im Deutschen. Das bedeutet, man versucht, den ADC, den Schützen, zu verteidigen. Ob jetzt Lulu oder Morgana dabei Support ist, spielt fast gar keine Rolle. Beide können sich auf der Top-Lane befinden. Lulu kann sogar nochmal in die Mitte gehen. Also die können überall hin. Sehr, sehr flexible Komposition. Aber der gute Kog'Ma hat entweder einen richtig krassen Magieschild oder er hat richtig viel Leben. Finde ich eine schöne Komposition. Sie ist klassisch und sehr effizient. Janna nun mitgenommen. Damit wird sogar Flexibilität weggenommen. Nach Gamers 2 hätte ja Morgana Top, Lulu Mitte und Janna Support spielen können. Undying Kog'Ma wäre auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Seine Passive dadurch völlig nutzlos. Aber nun sehen wir auf der anderen Seite eine klassische Vorgehensweise, alles mögliche dabei. Wir haben einen guten Assassin in der Mitte. Bei Gragas können wir es noch nicht sagen, aber man kann mit der Janna die Tristana in das Late Game tragen. Das ist total okay. Beide, Janna und Tristana sind gerade ab Level 6 einer der safesten Lanes. Tristana Rocket Jump, hat die Ultimate noch zur Verfügung, um die Leute wegzuballern. Und auch die Janna ist natürlich ein mächtiger Verteidiger. Knock-Ups, Verlangsamung, Schilde, Knockback, Heal, alles da. Ne? Immer noch einer der Besten in ihrem Gebiet. Leider nicht offensiv genug. Trotzdem sehr, sehr stark. Kurswechsel, ein leichter Kurswechsel. Gamers 2 entschließt wenigstens einen offensiven Charakter mit reinzunehmen. Und das ist die Vi. Mit der Vi bist du in der Lage, sehr, sehr gut zu eröffnen. Vi mit Black Shield zum Totlachen. Na, wenn sie einmal im Gemenge drin ist. Man kann es auch mit Lulu gut kombinieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, entweder defensiv vorzugehen, Kog'Ma zu schützen, zu vergrößern, ihn den Schaden anrichten zu lassen. Oder die Vi als sehr, sehr aggressiven Off-Tank zu verwenden. Mit dem Wombo-Kombo-Potenzial von einer Orianna. Also diese Komposition. Wenn Kog'Ma, sagen wir es mal so, wenn er an 1-2 Kills rankommt, relativ angenehm seinen Trinity Force erhält, dann wird Gamers 2... Reason Gaming gewaltige Probleme bereiten. Riesenprobleme. Weil einer von Gamers 2 wird niemals sterben. Der kriegt alles ab. Orianna ist schon an sich ein Champion, der richtig gut verteidigen kann. Ihre EP-Werte übertragen sich dann quasi auf die Schildstärke. Und ihr Schild gibt ja noch Resistenzen an sich. Rüstung Magieresistenz. Das ist Deluxe. Orianna dadurch auch super safe in der Mitte. Darf sich trotzdem nicht erwischen lassen. Hält aber viel aus. Das Uhrwerk absolut standhaft. Ja. Als letztes eingeloggt wurde nun Hecarim, wird auf der Top-Lane gespielt. Nach wie vor ein sehr beliebter Pick. Ich finde das Gesamtkonzept von Teleport, Ignite, Hecarim sehr, sehr schön. Man hat auch damit eine stabile Frontline. Der dicke Dude wird ebenfalls in der Lage sein, mit dem Barmis Glutstein, beziehungsweise dem später dem Glutkoloss, sehr, sehr tanky. Trotzdem kernigen Grundschaden, prozentualen Schaden. Und man hat die Auswahl zwischen sehr disruptiver Eröffnung mit dem Explosive Cask oder ganz einfach mit der Teleport-Variante von Hecarim.
Das heißt Aircom, Homeguard, Teleport. Damit ist die Drachenkontrolle sehr gut gegeben. Und man darf auch den Diabetiker nicht unterschätzen. Gragas ist in der Lage, sehr, sehr viel prozentualen Schaden anzurichten, was es ermöglicht, den Drake gut zu kontrollieren. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viel dieses Fass an Monstern anrichtet. Na, kombiniert mit dem Zerschmetter, mit dem Smite, ist das schon keine schlechte Waffe, um den Gegner zu bedrohen. Definitiv nicht. Beide Kompositionen finde ich sehr, sehr schön. Die von Gamers 2 äußerst offensichtlich. Wir verteidigen unseren Kog'Maw so gut wie es geht oder wir nutzen Bai als sehr kräftiges Werkzeug. Und Reason Gaming ist variabler. Hat von allem ein ganz, ganz kleines bisschen. Sie haben einen Assassin, sie haben mit Gragas und Hackerin gute Eröffnung. Sie haben trotzdem einen Late Game Carry, der sie auch im späteren Spielzeitpunkt tragen kann. Und sie haben sogar die Möglichkeit, ihn gar nicht so schlecht zu schützen. Sie haben Optionen. Gamers 2 kommt klar, wenn sie angegriffen werden, kann auch selber angreifen. Und auch Reason Gaming strotzt vor Optionen. Das ist nicht schlecht, wenn man so etwas hat. Wenn man sagen kann, wir sind der Aggressor oder wir lassen uns eröffnen. Denn Janna, Tristana, Gragas, die können sich sehr gut schützen oder das Team verteidigen, wenn natürlich Bedarf besteht. Ab ins Game! Gamers 2! Gegen Reason Gaming. Über die Teamkomposition haben wir gesprochen. Finde ich nicht schlecht. Gamers 2 muss halt nur schauen, dass sie vom Schaden her sich auf Jaybus verlassen können. Im Late Game sind sie mit der Orianna richtig gut dabei, aber muss schauen, dass Smitty seine Rolle gut erfüllt. Denn Lulu neigt dazu, wenig Schaden im Vergleich anzurichten. Denn wenn wir nochmal auf LoLWiki schauen, wie viel Schaden macht die Ultimate nochmal? Null. Und das ist natürlich nicht sehr schön. No? Gamers 2 dabei, die Invasion zu wagen. Ja, man will schauen, Lane swappen die oder nicht? Was ist deren Plan? Beide Teams rennen mehr oder weniger aneinander vorbei. Swords platzieren. Definitiv Standard. Aber auch eine Variante, wo ich mich mit Sola drüber unterhalten habe und wir haben festgestellt, am Ende ist es doch nur ein episches Pokerspiel. Dieser Wart, der dort steht, an den kann man vorbeilaufen und sich dann, wenn man nicht mehr in Sichtweite des Wardes ist, porten. Es ist trotzdem noch ein 50-50, es ist ein episches Pokerspiel. Es kommt darauf an, wie man den Lane-Swap, wenn man diesen natürlich forcieren möchte, wie man ihn spielt. Na? Wie will man vorgehen? Will man die Risikovariante wählen und vielleicht sogar den ein oder anderen 4-Mann-Dive wagen mit Vasallen? Mit Jungler und Solo-Laner? Und man sieht, dass Reason Gaming nichts sieht. Man läuft sogar in die Mitte. Ah, sie versuchen wirklich alles zu umgehen. Aber es sieht nach zwei... Ah, nee, sie haben jetzt hier Libic und Silver gesehen. Und damit wusste Jaybus und Hiver, alles klar, wir gehen nach Norden. Na, wir gehen nicht die normale Lane ein. Und Silver und Libic sagen sich, gut, der Weg ist jetzt viel zu weit dorthin. Wir nehmen jetzt hier den Grump, erledigen ihn und sind dann in der Lage, gut mitzuarbeiten. Also, Lane so fast sauber durchbekommen. Jaybus mit dem Nachteil. Na, er kam ein bisschen zu spät zur Lane. Ist okay. Muss da durch. Kubo nun dabei, sich mit den Raptoren anzulegen. Haiwa, na, sieht natürlich nicht, was da im Norden abgeht. Take Fun eventuell. Ah, kein Q getroffen. Kriegt aber viel Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Also seine... Er muss wahrscheinlich den ersten Keks fressen oder verlässt sich auf seine Passive. Kann man natürlich auch machen. Die Frage wird sein, wann kommt das erste Teleport durch? Wann will man den Jungle-Kumpanen verlassen? Wow, Haiwa, wirklich sehr, sehr... beständig. Bleibt sehr lange da. Man sieht den Vorteil von Libic, ist bereits Level 2. Kann also einen offensiveren Gank durchführen, wobei die Janna-Ganks nicht die besten sind. Aber schöner Charme hier. Wirbelsturm hat ebenfalls gesessen. Erschöpfen ist da. Man flasht in der und First Blood für Janna. Ja, Janna ist nicht so gut, ne? Bei dem Gank. Absoluter Troll-Faktor von mir. Troll mit einem L nur. Und Libic kriegt den Kill. Ne? Sie hat jetzt natürlich mit dem Wirbelsturm richtig gut gearbeitet. Beziehungsweise der Libic und auch das Erschöpfen hat gesessen. Sehr aggressiv von Aika Vorgang. Hat sich vom Charm treffen lassen, was halt schon die halbe Miete zum Tod ist. Sehr schön gemacht. Und das sind halt wieder diese starken Support-Plays. Sie werden Level 2, ganken die Lanes und sind damit auch entsprechend erfolgreich. Wirklich sehr, sehr schön. Sieht man gerne. Sion und Level 3. Bemüht sich jetzt hier die Botlane-Rotation zu wagen. Sieht ja auch das selber so gut es geht. Porsche hat auch seinen Explosive Shot genommen, wenn ich mich nicht komplett irre.
Zumindest sah das gerade aus, als wenn eine Minion explodiert ist. Das bedeutet, er pusht doch von Natur aus. Jetzt geht man hier auf den Botlane-Turm und wird neben den First Blood auch diesen ordentlich unter Druck setzen. Aktuell halt die Tristana-Granate bei sowas. Na, boom. Bombe explodiert, macht richtig viel Schaden. Trotz der Tatsache, dass ja Türme geschützt sind bis zur 7-Minute. Also eine starke Schadensreduzierung erfahren. Damit natürlich gut arbeiten. Turm ist drauf. Smitty wird jetzt auch aggro. Ah, okay. Er wollte gar nicht erst von der Bombe getroffen werden. Diesen Turm zu halten, glaube ich, ist für Smitty und Haiwa nicht gerade einfach. Sehen jetzt schon, dass der Turm drauf geht. Eigentlich riskieren sie sogar, hier eventuell sogar noch eröffnet zu werden. Dunkle Bindung sitzt zwar, Bauchrammer ebenfalls da. Jetzt versucht er noch selber dazu zu kommen. Viel Leben verloren. Gilius zur richtigen Zeit am richtigen Ort forciert das Flash und den Heal. Dunkle Bindung sitzt auf Libic, aber niemand kann folgen. Haiwa denkt sich, nice, Leute. Aber wie gesagt, die Fähigkeit am Anfang, sehr, sehr hohe Abklingzeit oder sehr hohen Cooldown, wie man im Englischen sagt. Deshalb keine Möglichkeit zu folgen. Aber Beschwörerzauber provoziert. Nach einem Lane-Swap ist es aber kein großer Verdienst, aufgrund der Tatsache, dass man wirklich noch einen weiten Weg vor sich hat. Also Lane-Swap verlangsamt ja das ganze Spiel komplett. Ja, Solo-Laner sind absolut geschwächt und auch der Jungler erfährt natürlich eine kleine Schwächung in dem Sinne. Nutzt diesen aktuell Jaybus selbst, weil er hat noch einen guten Farm, bleibt da oben und ist vielleicht sogar in der Lage, wirklich gute Goldmengen zu generieren, wobei es bei seinem oder bei einem Kog'Maw-Standard-Item-Bild nicht so wichtig ist. Denn er ist in der Lage, auf die Stärke der Einigkeit zu gehen und das besteht halt aus wirklich kleinen Teilgegenständen, die ultra billig sind. Um damit natürlich die Möglichkeit geben, gut, ja, zu farmen einerseits oder beziehungsweise Kampfstärke aufzubauen und nach jedem Lane-Besuch stärker zu sein. Lane-Besuch sag ich schon. Nach jedem Base-Besuch. Es gibt Spiele, wo man einfach AD Carries in die Base-Boarden sieht und sie haben 1000 Gold und kommen mit 1000 Gold wieder auf die Lane, weil sie nicht in der Lage sind, ein BF oder ähnliches sich zu kaufen oder vielleicht bereits die Pickaxe tragen. Also Celebos nächster Base-Besuch muss gut geplant sein. Er muss zumindest so lange bleiben, bis er das BF hat. Das ist das, der Optimalfall. Wird aber schwierig, denn weit rauspushen darf er nicht. Denn dann ist er so ein kleines bisschen unsicher und das kommt Smitty entgegen. Denn Celebor wird definitiv pushen. Ah, da kann er leider nichts für. Er ist nun mal Tristana. Hat hier seinen Explosive Shot bereits ausgewählt. Haiwa nun mit Morgana wartend. Hofft eventuell, dass Kuban eröffnet. Das Pferd auf Level 5 enorm zweikampfstark. Das macht guten Schaden durch das Q. Und ist in der Lage, mit dem Entzünden noch extra zu arbeiten. Das unterschätzt man sehr, sehr häufig, wenn man gegen einen Toplaner antritt. Man denkt, okay, ja, Teleport macht er wenig. Das Pferd hat sogar ebenfalls Teleport. Aber, ja, ist eine sehr, sehr unangenehme Schadensquelle. Zieht sich jetzt auch zurück. Will sich da gar nicht erst von Gilius erwischen lassen. Unterdessen aber Reason Gaming in der Lage, den Drachen zu nehmen. Heute davon geredet, dass der prozentuale Schaden von Gragas wirklich sehr, sehr hoch ist. Im Abtausch wird man jetzt den Toplane-Turm verlieren, aber Reason trotzdem mit einem Vorteil. Sie haben ihren Bot-Turm oder ihren einen Turm sehr, sehr schnell bekommen und waren jetzt auch in der Lage, den ersten Drachen zu sichern, was ihnen das Late-Game sichert. Sicherlich sind beide Teams im Late-Game sehr stark. Keine Frage, es muss nur sauber gespielt werden. Gerade die Komposition von Gamers 2 erfordert viel Koordination, weil man natürlich schauen muss, okay, wann muss ich denn wen ulten? Wann muss ich wen retten? Wer kriegt den schwarzen Schild? Weil natürlich die Abklingzeit von den Fähigkeiten sehr, sehr groß ist. In der Regel sollte es Jaybus sein, aber man wird wahrscheinlich den ein oder anderen Ausweichschild auch mal auf Gilius setzen oder je nachdem, wer bedroht ist. Und genau durch sowas geht eventuell die Komposition nicht auf. Ich kann mich da noch an Spiele erinnern, wo Lulus zu anderen Spielern geflasht sind und ihre Ultimate draufgedonnert haben und diesen zwar gerettet, aber dadurch den eigenen AD Carry verloren. Und das ist nicht schön. Ist nicht angenehm, seien wir ehrlich. Turm in Bedrängnis. Smitty versucht so gut wie es geht zu verteidigen, kriegt jetzt auch Hilfe. Gamers 2 hält also so gut wie es geht zusammen, wollen diesen Turm halten und ich denke dazu sind sie sogar in der Lage. Zwar können sie nicht weiter offensiv sein, also Smitty gibt sich Mühe, aber sein Mana-Haushalt gibt es jetzt auch nicht gerade her und Gilius noch nicht mit dem tätlichen Angriff am Start, also mit der Ultimate, die natürlich in der Lage ist, ordentlich, nicht nur ordentlich Schaden anzurichten. Take Fun, ist ein bisschen warm. Wurde da ordentlich eingeheizt. Aber nimmt das Ganze gelassen, hat noch alle Beschwörerzauber und die Ultimate zur Verfügung. Also die nächste Situation kann er gut bestreiten. Kommt ein bisschen aufs Item-Bild an, denn bei Aika kann man schon sehen, er geht wirklich auf Athens. Haben wir lange nicht mehr gesehen, aber gegen die Komposition gar nicht so schlecht.
blöd. Gragas macht ja auch viel magischen Schaden, das Ganze zu kompensieren. Und natürlich gegen Take Fun selber. Keine Tragödie. Take Fun sagt aber, ich bin mit so viel Gold in die Base. Ich nehme mir gleich den Übergroßen mit. Wir haben auch schon Itembuilds gesehen, wo man mit Ari Ludens zuerst gebaut hat. Ne? Ludens Echo. Neuer Gegenstand, das AP Static. Das ist immer eine coole Variante, weil euer Wave Clear abnormal in die Höhe schießt. Eure Wellenräumungsfähigkeit, wie es so schön im Deutschen heißt. Damit könnt ihr was sein, wirklich große Probleme bereiten. Und habt natürlich mit einer Fähigkeit in Rotation viel Schaden. Es gibt ja die Variante, dass man erst als Midlaner die Cooldown-Probleme und die Mana-Probleme löst. Na, Morellos oder Athenes, wie man es jetzt bei Aika sehen kann, der absolute Standard. Tekwan sagt aber, ich möchte mit einer Fähigkeit in Rotation. Na, Charm, W, Q, Ulti bei Bedarf. Möchte ich jemanden sofort vernichten. Da ist der Weg Richtung Ludens, Richtung Rabadons. Haben wir auch gesehen. Na, Ludens into Rabadons. Into Stundenglas. Ja, zum Todlachen. Brutalster Schaden. Nur mit einer Fähigkeit in Rotation. Die Cooldown-Variante, also derjenige mit viel Abklingzeitreduzierung, der versucht natürlich, so schnell wie es geht, noch eine Fähigkeit in Rotation durchzubekommen. Ich denke, mit einer Orianna ist das nicht schlecht. Da kann man gut mit den Kugeln arbeiten und Aika denkt so ohnehin, ja gut, ich muss noch farmen. Farm. Er ist da ein bisschen im Rückstand aktuell. Liegt natürlich daran, dass er auch gefallen ist vorher. Ist auch keine große Tragödie, denn das Late Game gehört ihm. Aber ich meine, so richtig brutal. Gerade die Combo noch aus der Vi und der Orianna ist später tödlich. Ja, man lässt den Ball von Gilius in das gegnerische Team transportieren und dann knallt. Und zwar richtig schön. Tormund wird ein bisschen bedroht. Spiel nach wie vor sehr, sehr verhalten. Es gibt jetzt auch keine größeren Objekte zu holen. Der Lane Swap ist mehr oder weniger durch. Und man muss mit den Konsequenzen klarkommen. Das bedeutet, Kubon hat keinen Turm. Und natürlich muss auch Jaybus schauen, okay, wie weit kann ich mich raustrauen. Gott sei Dank pusht der Celebrator ohnehin gegen. Seine der wenigen AD Carries, die einfach keine Wahl haben. Vielleicht sogar der einzige. Das Minion dabei, die Krabbe zu vernichten. Das ist die zweite. Vielleicht sogar die dritte Krabbe schon. Das heißt, es dauert ungefähr 100 Jahre. Kriegt es aber dann trotzdem noch gut mitgeliefert. Schönes Farmverhalten hier. Vor Aika unterm Turm. War das nicht schlecht? Gibt sich größte Mühe. Und Jaybus schon bereits mit der Stärke der zwei Einigkeit ausgestattet. Also Phage und Glanz. Kernelemente von Trinity Force schon am Start. Macht also Bonusschaden und ist einiges schneller, wenn er Ziele angreift oder gar töten sollte. Und da sieht man es auch. Er erhöht seine Reichweite. Die lebendige Artillerie wird aktiviert. Und dann tut's weh. Deine Ludo-Support, der ist das Ganze sogar noch schlimmer. Oder Nami ist ebenfalls so ein guter Kandidat, damit man dann den Gegner auch noch ordentlich verlangsamen kann. Celebrator muss sich halt einiges gefallen lassen. Also es ist wirklich absoluter Free-Damage. Das Einzige, worauf Jaybus achten muss, ist sein Gesamtmana-Haushalt. Hier ebenfalls nochmal getroffen. Man sieht, wie viel Schaden auch die Ultimate macht. Ne? Da kommt der Schleim von oben runter und Libik. Kann man denn an Janna noch reagieren? Eigentlich hätte ich sogar fast vermutet, er aktiviert jetzt die Ultimate nur um gegenzuheilen, damit Celebrator bleiben kann, weil ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt das... Okay, er hat das BF. Wichtig. Ja, ohne das Riesenschwert hätte er gleich gehen können. Er braucht die Stärke der... Er braucht die Klinge der Unendlichkeit, das Infinity Edge, so schnell wie es geht. Das ist... Und das Witzige ist, vom Gold her ist es der Trinity Force super ähnlich. Aber es ist tausendmal schwächer. Trinity Force ist das Midgame-Item schlechthin. Sobald das Jaybus hat und das am besten jetzt für den nächsten größeren Fight, der auch im Drachen stattfinden könnte, wäre das nicht schlecht. Gius wartet sehr, sehr lange. Xayo könnte jetzt eröffnen. Man muss ja noch an Kubon denken. Er hat auch noch seinen Teleport zur Verfügung. Geht jetzt sogar an die Base und hat Homeguard. Das könnte eine Botlane-Gang werden. Man muss den tiefen Ward beachten. Ich denke, jetzt wird es gleich losgehen. Hat eventuell sogar schon Sheen für den extra Burst oder Phage fertig. Da kommt der Teleport. Genau zu der richtigen Stelle. Xayu jetzt ebenfalls da. Highbound und Demos kriegt natürlich Panik ohne Ende. Morgana wirft es da durch die Gegend. Die Seelenfesseln bringen hier relativ wenig. Sie explodiert. Also Gilius muss da auch rausbrechen. Smitty zwar zur Stelle. Konnte aber Haiva nicht retten. Jetzt Jaybus riesengroß versucht sich da zu wehren. Schöner Knock-up hier. Die Bombe ist auf dem Wurm. Der platzt doch hier volle Wucht. Könnte sogar mit der Passiv noch jemand mitnehmen. Aber stark gemacht von Xayo. Hat den Bauch am aufgehoben. Drei Leute vernichtet. Und hier konnte man die Stärke von Hecarim
mit dem Teleport sehen. Er portet sich sofort runter und überrennt den ganzen Haufen. Schockwelle ist draußen. Aika hält doch einiges aus, muss aber Autotex landen. Das ist die Stärke von Orianna. Sie macht damit wirklich sehr, sehr viel Schaden. Darf man nicht unterschätzen. Kam jetzt zu nicht vielen Punkten. Hat auch jetzt nicht alle Fähigkeiten optimal getroffen. Aber Reason Gaming, die machen das hier sehr, sehr stark. Nutzen ihre Komposition brachial aus. Und der Nutzen dieser Celebr geht hier mit 3-0 aus der Situation raus. Na, zuvor ganz knapp alles bekommen. Und jetzt absolut tödlich. Verheerend. U-Bahn schleicht sich hier mehr oder weniger dran vorbei. Zack, rammt jetzt hier einen Vasallen noch rum. Können jetzt auch in die Base, hat er sich 3 Assists abgestaubt. Da er ohnehin Homeguard hat, wird er also auch wieder schnell zur Lane kommen. Ist keine Tragödie. Aber sauber und schön gespielt. So muss man Hecarim ausnutzen. Er kommt mit dem Teleport dazu. Normalerweise kenne ich es eher, dass man zum Drachenfight kommt. Aber warum nicht erst die Botlane raiden? Ja, sondern einfach nur gut gespielt. Hat auch sein Phage geholt, ne? Setzt eher auf die konstante Geschwindigkeit. Finde ich auch eine gute Idee. Weil konstanter Geschwindigkeitsbonus bedeutet natürlich bei Hecarim konstanter Schadensbonus. Er muss sich nicht auf den Glanz verlassen, der ja erst mit Fähigkeiten gebockt werden muss. Ja, das ist ja auch die einzige Schadensquelle, die man dann da hat. Das ist halt der Bonusschaden. Sonst das Mana und die Fähigkeitsstärke bringt als Hecarim jetzt nicht brutal viel. Eigentlich sogar sehr wenig. Im Vergleich wohlgemerkt. Libbik beobachtet die Krabbe. Ja, die Flussratte, wie einige Kommentatoren sagen würden. Wagt es aber nicht, diese zu vernichten. Ne? Wird es auch zu lange dauern. Bezogen aufs Voting kann man feststellen, dass Gamers2 trotzdem noch eine große Fanbase hat. Also da mangelt es gar nicht. 59% sagen, die gewinnen. Aber die aktuellen Statistiken sagen, Reason Gaming spielen ihre Komposition sauber runter. Aber die größte Problematik ist halt das Late Game. Das sind eigentlich beide nicht schlecht. Beide Hyper Late Game Carry zur Verfügung. Top Laner ebenfalls super stark von Reason Gaming. Aber Gamers2 muss noch schauen, dass die Jaybos fett bekommt. Na, er hat jetzt die Stärke der Einigkeit. Zu diesem Zeitpunkt, nur trotz der 3 Kills von Celebr, muss man bedenken, ist er stärker. Er ist mit der Stärke der Einigkeit, mit der Trinity Force brutal stark. Denn er muss nicht auf Glück hoffen, dass die Klinge der Endlichkeit crittet, sondern für ihn, den Trinity Force Träger, ist ein Crit ein Bonus. Er selber kommt natürlich über diesen Bonus-Effekt, wenn er eine Fähigkeit benutzt. Das ist das, was Trinity Force so dermaßen stark macht. Und du brauchst quasi zusätzlich zu der Klinge der Endlichkeit, zu dem Infinity Edge, brauchst du noch Static, um wirklich halbwegs gegenzuhalten. Sonst hast du nicht die nötige Angriffsgeschwindigkeit. Denn was skaliert gut mit Crits? Angriffstempo, ne? Je höher, je mehr Auto-Attacks, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man crittet. Und da kommt der Bonusschaden sahnig durch. Nicht selten sehen Late-Game-Item-Builds auch so aus, dass man 2 Phantom Dancer hat. Kubuna dabei ist, Midi zu bedrohen. Immer noch kein Glanz, geht trotzdem den Kampf ein. Hat auch viel Schaden anrichten können. Take Fun nun zur Stelle. Smitty, oh, der Face-Check kam durch. Und der Charm hat von Take Fun perfekt gesessen. Wildwuchs konnte nicht gesprochen werden. Kubuna hat zwar eigentlich seinen Schaden kassiert, interessiert ihn aber wirklich eher peripher. Das bedeutet, er wird das Ganze überleben. Offensichtlich. Und dann natürlich sogar noch den Turm weiter pushen können. Da hat der Raketensprung nochmal ausgereicht. Turm wird genommen. Also Gamers2 versucht, die globalen Objekte für sich zu annektieren. Aber Reason Gaming auf der anderen Seite genauso effizient. Also auch mit 2 Türmen dabei. 2 Drachen gehören ebenfalls ihnen. Und somit entsteht auch dieser 2000 Gold Vorsprung. Denn vom Farm her ist der Unterschied nicht gigantisch. Vielleicht kann man Jaybos loben. Das kann man machen. Aber sonst so 10 Zähler Unterschied ist noch verkraftbar. 20, wie jetzt gerade in der Mitte. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber man hat auch mit einer Orianna die Möglichkeit, wirklich sehr einfach noch die Camps zu vernichten. Was zwar Gilius nicht freut in dem Moment. Und auch Xayo muss ich sagen, danke Kuban. Danke. Vielen Dank, dass du meine Raptoren tötest. Er braucht aber das Gold. Denn ein Gragas ist effektiv, wenn er seine Ultimate gut landet. Deswegen ist auch Gragas aktuell im Jungle so stark, ne? Der Full AP Gragas ist auch okay, ist auch nicht schlecht. Schön gemacht hier, Hälfte der AP schon mal abgezogen. Der Full AP Gragas ist wirklich nicht schlecht, muss sich aber trotzdem auf die Ultimate verlassen, ne?
Kommt er mit dem Bauchraumer, kommt mit dem W, kommt mit sehr, sehr viel prozentualen Schaden daher, gibt sich da größte Mühe, jemanden zu one-shotten und es ist auch möglich. Aber du bist trotzdem von der Ultimate abhängig. Und ein Tank Gragas erfüllt auch seine Rolle, wenn er nur mit dem Bauch im gegnerischen Team ist. Er braucht seine Ultimate nicht für den Schaden, sondern er braucht sie, um einfach nur disruptiv zu sein. Tanks wegzuschleudern. Hier sehen wir die Standard-Kombo. Lulu beschleunigt hier, guck mal ganz kurz, und damit wird er quasi zur Poke-Maschine mit der hohen Reichweite. Kommt da angerannt, macht da gute Auto-Tags. Und bezogen auf den Power-Spike muss man Gamers 2 jetzt, muss man definitiv loben. Aika ist wirklich stark dabei, da muss jetzt Take-Fan nachziehen. Er geht jetzt auf Base, ist ein gutes Timing. Er schafft es also noch zum Drachen zurück, weil gegen den übergroßen Stab und noch einen Zauberstab, mit dem Athens natürlich, kommt er jetzt nicht an. Und er geht wirklich dieses brutale Todesbild, ne? Holt sich jetzt ebenfalls noch den übergroßen. Das bedeutet viel Fähigkeitsstärke für ihn zur Verfügung. Celebor erschreckt hier Jebus. Der muss er rausgleichen. Hat ebenfalls noch Gegengeld. Die Bombe macht guten Schaden, aber man hat lediglich die beiden Beschwörerzauber provoziert. Dazu sind sie da, um sich selbst zu retten. Hai war nicht zur Stelle. Also ein kleines bisschen Schwächung für Gamers 2, wenn es jetzt hier um den nächsten Drachen geht. Also den könnte Reason wieder für sich annektiert haben. Und das ist super stark für sie. Sie sichern sich somit einen extrem guten Logion-Platz fürs Late-Game, wenn natürlich die Carries mit prozentualem Schaden richtig gut abgehen. Und gerade Take-Fun bei dem Item-Build. Da machen hier 12% schon sehr, sehr viel aus. Dritter wurde nun also genommen. Reason spielt es hier leicht im SK-Style. Ganz sauber, ganz easy. Über die globalen Objekte bei Bedarf, auch über die Teamfights. Spielen es runter und sind damit natürlich entsprechend erfolgreich. Oha, da kommt schon wieder der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau. Zack, mit der Bombe vernichtet. Die Passive da auch wenig von Nutzen. Libby kassiert zwar ein bisschen, aber das war ärgerlich. Jebus hat sich zweimal auf die gleiche Art und Weise erwischen lassen, ohne vorher Schutzmaßnahmen einzugehen. Also klar, Richtung Drache ist da ein bisschen was da, aber Celebor ist schon wieder entspannt rübergesprungen. Geisteskranker Feuerwehrmann, Frau in dem Moment. Unschön. Definitiv unschön. Für ihn. Aber es spielt fast keine Rolle. Beide sind in dem Late-Game Granate. Kommt dann darauf an, wie gut man sich positioniert. Und obwohl es 6-0 steht, ist der Goldvorsprung lediglich 3000. Noch nicht mal ganze 3000. Und das ist auf die Gesamtmenge von 30.000 Gold ein Witz. Also es ist ein bisschen was, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich bin gespannt aufs Late-Game. Denn dieses Spiel wird definitiv dahin tendieren. Also, wer jetzt sich fragt, kann ich nochmal zu Rewe? Kann ich mir da jetzt was gönnen? Junge, geh. Kann sogar zu Real gehen. Hol dir ein Getränk deiner Wahl. Milch oder Ziegenmilch. Easy. Hol dir noch was Leckeres zu naschen, denn in der 40. Minute werden wir uns definitiv wiedersehen. Außer eines der Teams macht jetzt einen epischen Fehler, aber selbst das würde ich nicht bezweifeln. Beide Teamkompositionen schreien halt nach Late Game und warum das. Also Reason will nicht riskieren, obwohl sie vorne liegen. Und Gamers 2 bleibt so defensiv, wie sie gerade waren. Haben jetzt schon ein paar kleine Fehler gemacht, warum noch mehr Fehler machen? Ja, die Tiere im Jungle werden hier nochmal abgeschlachtet. Krabbe ja das einzige Tier, was nie stirbt. Ja, es taucht nur ab. Wartet. Schöne Reaktion von Haiwa. Schwarzer Schild wäre genau zur richtigen Zeit auch gekommen. Wird aber bereits vor dem Q gebogen. Oh, Take-Fan, du bist tot. Witzigerweise von Jebus noch erledigt. Das war wichtig. Dunkle Bindung hat getroffen. Danach folgen natürlich einige Fähigkeiten, aber man hat auch viel gespart. Schockwelle zwar draus, aber das war ein wichtiger Moment. Trotzdem Botlane verloren für Gamers 2. Das Tana macht sogar weiter, labert die Leute noch zu. Mit dem Turm wird jetzt ebenfalls noch genommen. Wäre jetzt insgesamt der vierte Turm für Gamers 2. Sie machen das hier schon nicht schlecht. Kubo hat auch nicht dran gedacht zu teleportieren. Er wartet in der Base. Na, er hat seine Homeguard-Erweiterung am Start. Lässt es aber. Celebor immer noch am Pushen. Man muss sie jetzt ablenken. Man muss Gamers 2 hinterher. Xayo macht da alles richtig gegen Orianas zwar durch. Aber den Turm hier mitgenommen. Na, sie werden ja gejagt. Sie können sich zurück teleportieren. Re-engagen also. Xayo locker mitgenommen. Aber für einen Turm. Sein Tod ist überhaupt keine Konsequenz. Wenn man sogar einen Inhibitor griff, wäre das absolut fatal. Smitty ist zwar da. Ja, natürlich Lulu auf AP. Auch mit dem Morello Monikon schon eine gute,
gute Fähigkeit. Oh, die Crits, die tun weh. Wurde verlangsamt, aber nochmal hochgeworfen. Flash hinterher, damit der Reset gegeben. Und nun kann auch in der Plüschwurm, zack, nochmal wegspringen. Jebus jagt ihn, trifft, muss noch einmal ein Unterdeck. Blau, der Schild war zur richtigen Zeit da. Man heilt dagegen, aber Jebus ist hier. Oh, der ist so gefährdet. Wird er nochmal mitgenommen. Schade. Ja, Jebus selber konnte nicht den Kill bekommen, aber Lebig, meine Güte, der hat die Leute lange am Leben erhalten. Der Black Shield aber von Hyvan, der schwarze Schild, episch. War super wichtig, wurde nicht weggepustet und konnte damit an sein Ziel rankommen. Trotzdem, für Reason Gaming ein absolut guter Trade gewesen. Ein sehr guter Abtausch für sie. Botlane Inhibitor-Turm zu verlieren, ist absolut tödlich. Das ist ganz schlecht. Weil wenn du den nämlich verlierst, den Mitor, ist der Baron geschenkt. Das Beste, was du machen kannst, ist vom gegnerischen Team den Bot-Inhibitor zu vernichten, weil dann der Baron sehr, sehr schwer für dieses Team noch zu holen ist. Also wirklich richtig schwer. Weil du hast einen weiten Weg. Jemand muss den verteidigen. Klar, Teleport hier, Teleport da. Aber ganz ehrlich, Smitty wird sich schwer tun, das zu verteidigen. Kubon, das um, falls er einen Bot-Inhibitor verlieren sollte, ein bisschen besser geeignet. Man hat zwar auf Hegerim keinen Lifesteal, aber man kann wirklich mit dem Flächenschaden gut arbeiten. Also erstens mit dem Q und natürlich mit der Lebenswiederherstellung durch das W. Das ist schon stark. Das ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Kommt dagegen super Vasallen gut an, denn das ist nämlich das größte Problem an der ganzen Sache. Aber Celebor wurde jetzt wirklich nicht direkt bestraft. Einige Beschwörerzauber verbraucht, aber ist nicht tragisch. Xayu, nun dunkle Bindung, hat ihn getroffen, kann mit dem Fass sich ein kleines bisschen retten, aber der Schaden von Jebus, der prozentuale, keine Chance für ihn, nimmt da den X mit 3, 2, 1. Dein Kopf ist meins, na, hat er sehr gut gemacht, seine Stats spiegeln es wieder, hat auch schon die Klinge des gestürzten Königs, also absolute Kerngegenstände, könnte jetzt Full Tank gehen, nein, kann er nicht, aber vielleicht sogar doch. Also man muss bedenken, guck mal, ist brutal stark. Das ist ein brutal starkes Tank-Schredderungsgerät. Und hat das hier gezeigt. Xayu hat nicht den Hauch einer Chance. Wobei es ihm natürlich brutal auch an Rüstungen im Moment mangelt. Trotzdem. Gamers 2 kämpft sich zurück. Goldvorsprung ist sehr stark zurückgegangen. Aber Reason Gaming kriegt den nächsten Drachen voraussichtlich nicht. Wenn sie jetzt schon den vierten hätten, müssten Gamers 2 auf jeden Fall die Knie zittern. Aktuell machen sie aber nicht. Kubon auch kein Teleport zur Verfügung. Kann also nicht diesen Telegank wagen. Sie nehmen aber die Rotation über die Mitte und das ist eine schöne Option. Sie sagen sich, wir lenken sie vom Drachen ab, gehen ein bisschen Richtung Mitte. Haben sie jetzt hier gezeigt, das ist gefährlich. Es fährt da sofort auch die Hufe in die Schnauze genommen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr, sehr schnell davon geritten. Sebus und dabei den Drachen auch zu schmelzen. Man sieht ja, ab und zu kommt man noch der Trinity-Crit ebenfalls noch durch. Keine Chance für ihn, schönes Zerschmetting eingesetzt. Kubon hier winzig klein, kann da erstmal Hyper gegenüber reinstürmen. Überlebt das Ganze, Sehnfässer nun draußen, schöne Schockwelle, trifft jetzt zwar nur die Tanks, aber Kubon ist nicht gerade kräftig kassiert, da ordentlich Take-Fan nimmt den Supporter raus, gut für ihn natürlich, aber die Backline, die hat schon mal gelitten, Take-Fan kommt da noch davon, die Kugel hinterher, sie flashen beide, aber da hat die Dissonanz nicht gesessen, Icar ein bisschen zu langsam, Reason Gaming 2 Kills geholt in dem Moment. Drachen zwar nicht, aber man hat gelitten auf der Seite von Gamers 2. Und das natürlich nicht nur Lebenspunkte technisch, sondern vielleicht sogar mit dem Turm hier. Auch Aika sehr offensiv geflasht. Das ist gefährlich. Man konnte natürlich den von Take-Fun ebenfalls holen. Den Beschwörerzauber, aber eine Arione vielleicht, das fällt nicht weiter auf. Schade. Aber schön. Ne? Nicht gut, aber schön, sagt man dazu. Reason Gaming hat sich hier auf jeden Fall schon mal eine gute Vorarbeit geleistet und Take Fun ist auf jeden Fall ein Teil davon. Celebor, klar, positioniert hat er sich wunderbar, doch man sieht es auch an den Kills. Naja, er snackt sich halt alles. Aber Take Fun ist der, der die Plays macht. Und man hat ja auch jetzt dieses Decision-Making bemerkt von Smitty. Er hat Hyvar geultet, ne? Er hat ihn verteidigen wollen und das ist halt gefährlich. Lass ich eventuell einen Supporter fallen, damit ganz einfach nur mein AD Carry oder mein AP Carry 100 Jahre überlebt. Diese Entscheidung hat er. Es ist halt immer schwierig zu treffen. Das ist eine Millisekundenentscheidung. Und Hyvar zu retten hat sich nicht mal gelohnt. Er ist ja gestorben. Trotz der Tatsache, dass er hier die Ultimate abbekommen hat. Das ist eine schwierige Kiste. Das ist halt das einzige Problem bei der Komposition, wenn man sich nur um den AD-Carry dreht.
Inwiefern schütze ich meine eigenen? Ich weiß, dass ich den Kogma vergrößern muss. Oder schilden oder was auch immer. Aber wenn gerade jemand anders bedroht ist, ne? Wenn man Lulu spielt, überträgt sich das Helfer-Syndrom eines Supporters sofort auf den Top-Laner. Das ist in einigen Situationen nicht gut. Es gibt einfach Spielszenarien, wo man eigene opfert und sagt, sorry, aber du hast dich brutal schlecht positioniert, ich hebe mir meinen Wildwuchs für jemand anderen auf. Der in dem Moment vielleicht günstiger ist. Und man weiß ja, Jaybus macht brutalen Schaden. Unnormal viel. Das langt aktuell nicht. Und bezogen auf die Gegenstände hat jetzt Reason Gaming einen kolossalen Power Spike. Celeborn mit dem Blutdurst jetzt am Start. Seine Bomben alleine. Wenn du so eine Bombe auf den Kopf hast und der das Ding viermal angreift, das ist GG. Der Kopf platzt dir. Schädelbasisbruch. Sofort. Das ist gefährlich. Das gleiche gilt natürlich für Take Fun. Wenn er jetzt noch sein Höllenzepter hat, ist natürlich jetzt die andere Variante. Ich kenne es halt so, dass man jetzt sogar noch das Stundenglas holt, aber er will doch den magischen Schaden gehen. Also Aika und Smitty bringen da wirklich viel mehr. Das ist keine. Und Jaybus im Prinzip auch. Und auch Haiwan. Das ist wirklich viel magischer Schaden. Das ist kein. Das ist kein schlechter Gegenstand, definitiv. Vielleicht packt er aber wirklich nur den Negatron Cloak dazwischen. Aktuell sehe ich aber die Karten für Reason Gaming sehr, sehr gut. Gamers 2 muss das Spiel noch lange hinaus oder noch weiter hinauszögern. Hier weiß man, dass man gesehen wird. Keiner hat eine Sweeping Lens zur Verfügung. Xayo hat es gleich am Start. Aber ja, wagt erstmal keinen Vorsturm. Kuba macht das gut, ja? Er ist jetzt in der Base. Hat Homeguard am Start. Warzen nicht schlecht platziert. Er kann wirklich gut umkreisen, aber er reitet davon. Also kein Teleport, keine Eröffnung den Team von Gamers 2 gegenüber, weil Reason sich wahrscheinlich sagt, Leute, wir müssen jetzt gar nichts machen. Lass mal Celeborn nochmal oben pushen. Sieht das ja, wie gut das hier mit dem Static und Tristana an sich funktioniert. Kriegt dadurch sein Farm, ist mittlerweile echt Jaybus massiv überlegen. Und es war andersrum. Jaybus hat mal 15, 20 Farm geführt. Jetzt am Rückstand. Man muss ja noch die Kills bedenken. Oha. Einfach zeigt sich sehr offensiv. Hat aber natürlich aber mit der Möglichkeit des schwarzen Schildes sich zu schützen. Kuban pusht jetzt nun die Botlane raus. Das ist auch keine schlechte Idee. Ne? Sie treiben das Team von Gamers 2 auseinander. Und Smitty ist jetzt nicht der absolute Verteidigungsking. Kuban kann ihn da schon stören, kann über ihn drüber reiten. Das Einzige, was Lulu kann, ist sein Spiel massiv hinauszögern oder den Fight an sich hinauszuzögern. Sie erstmal durch den Wildwuchs zu töten, durch die ganzen Schilde, ist schon ätzend. Dadurch natürlich schwierig zu verteidigen. Zack, hier mit dem Trinity Proc. Man sieht es, wie viel Schaden er anrichtet. Und Smitty kann wenig machen. Er verkleinert ihn so ein kleines bisschen. Kuba und Halter locker gegen. Und der Inhibitor wird eventuell fallen. Aika jetzt aber unterwegs. Schockwelle steht ebenfalls zur Verfügung. Man versucht noch parallel den Baron irgendwie zu nehmen. Take One kassiert hier ordentlich. Muss ich zurückziehen. Dunkle Bindung hat nicht gesessen. Jaybus unterdessen erschöpft und verlangsamt. Xayo kommt dazu. Oh, schön. Der direkt in die Arme von Take One. Der nimmt ihn mehr oder weniger mit. Celeborn hier, der Nutznießer des Tages. Doppelkill bereits für ihn. Versucht sich hier noch um Jaybus, um Gilius zu kümmern. Der will da irgendwie weg. Schafft das Ganze auch, aber unterdessen Kuba. Na, was soll eine Lulu machen? Die kassiert gegen das Pferd. Nimmt das hier locker mit. Stark gemacht von Reason Gaming. Na, nicht nur von den Mechanics her, sondern es war jetzt intelligent. Dass sie den Baron angefangen haben, finde ich natürlich persönlich ziemlich mutig. Aber es treibt Gamers 2 dazu, Fehler zu machen. Und obwohl Take Fun sich fast erwischen lassen hat, war Jaybus derjenige, der ohne die Lulu dasteht. Kuba nun mit dem Teleport kann da reinrennen wie ein Geisteskranker, will eventuell sogar noch einen Ziel abholen, macht er nicht, rammt stattdessen den Baron mit einem 190er Crit. War das seiner? Bin mir gar nicht so sicher. Jetzt kommt hier Gius noch dazu, der kassiert Schockwelle, trifft selber, das ist nicht schlecht, aber der überlebt das Ganze, springt ja auf die Köpfe seiner Ziele, hüpft er nochmal durch gegen Smitty, du hast keinen Mana, was machst denn du da? Wirst kaputt gekrittet, die Bombe auf den Kopf, es könnte genügen, nein, genügt nicht, da ist eine Orianna, nicht schlecht, Xayo beinahe durch den Baron mitgenommen. Das war schon sehr knapp, muss man sagen. Aber wieder, kleine Fehler von Gamers 2 nutzt Reason gerade heftig aus. Sie kriegen ihre Komposition mit dem Hyper-Late-Game-Carry und das Beschützen diesens gar nicht durch. Gar nicht, weil Smitty nicht da ist. Das ist ja für den Moment so ärgerlich. Und Reason Gaming hat mit ihrer Combo alles. Sie haben das Late-Game, haben wir ja bereits erwähnt mit Tristana, auch mit Hikarim. Hikarim ist dann noch derjenige, der eröffnen kann oder einzelne Ziele abrippt, währenddessen Xayu mit Gragas tankt. Die Ultimate, die er gemacht hat, um Jaybus Richtung Take Fun zu kicken, war episch. War super gut. Großes Lob. Du musst als Gragas Tank
deine Ultimate beherrschen. Du musst wissen, wo knallt sie hin, wie weit fliegt das Ziel, wohin fliegt es. Na, wir haben ja Millionen Szenen gesehen, wo Lee Sin's und auch Gragas Spieler Gegner retten. Easy. Danke, ja. 4-6. Aber er macht's richtig. Macht wunderbar. Großes Lob. Weil das unterschätzt man nämlich. Wenn man jetzt nur die Stats sieht, würde man denken, selber hat Reason Gaming gecarried. Na, Quark. Carryen sich gegenseitig. Jeder erfüllt seine Rolle. Dann gewinnt man ein Spiel. Gamers tun nun aber im Zugzwang. Sie müssen natürlich schauen, wie sie jetzt noch gegen den zusätzlichen Baron-Buff ankommen. Kuban hier zwar schon ordentlich kassiert. Die Schockwellen von Aika, die tun schon weh. Er hat die drei Kerngegenstände. Er hat Durchdringung, er hat epischen Schaden zur Verfügung. Und natürlich die Late-Game-Skalierung von einer Orianna an sich. Sie wird zum Schadensmonster. Das ist ein riesen, das ist ein Uhrwerk des Todes. Schwierig, das gerade einzusetzen. Jaybird dabei, die Botlane zu verteidigen. Die Bomben tun natürlich den Turm nicht gerade gut. Bam, explodiert. Ohne Probleme. Tristana, quasi eigentlich kein Feuerwehrmann, sondern eher genau das Gegenteil. Ja? Der Turm brennt, dann schüttet die Benzin drüber. Somit der Inhibitor offen. Und man sieht ja die hohe Reichweite von Tristana. Level 17, fast das Maximum erreicht dank der Passiven. Toplane ebenfalls eingedrückt. Reason Gaming spielt es hier butterweich. Sehr, sehr entspannt runter. Sehr gut. Und sie haben die Charaktere. Sie haben einen Solo-Laner, den man gerade nicht duellieren kann und der noch Schaden gegen Gebäude macht. Mittel-Inhibitor fällt. Kann man nicht verteidigen. Toplane-Turm hat schon viel Schaden verloren. Das Pony reitet da einmal dagegen. Fehlt hier ein Drittel des Lebens. Gamers 2 braucht jetzt wirklich eine sehr harte Eröffnung. Sie müssen jetzt am besten Take Fun rausnehmen. Er hat aber schon das Stunden da. Das wird also insgesamt auch sehr, sehr schwierig. Turm hat die Bombe auf dem Kopf. Und, oh, er übersteht das noch nicht mal. Es explodiert. Sehr schön gemacht. Unterdessen wieder Kuba. Na, der tanzt die Leute schwindelig. Schöne Ultimate von Xayo. Wieder Chaos reingebracht. Celebor mit dem Last Hit dabei. Macht das sehr, sehr gut. Schön hier reingerinnt von Kuba. Nimmt hier Gilius mit. Libik Halter dagegen. Man fällt noch nicht mal. Er stirbt noch nicht mal. Und Jebus und Aika, die man verteidigen sollten, sind zwar die letzten, die übrig waren, aber man kann hier wenig machen. Man kann nur zuschauen. Reason Gaming beendet. Oh, der Schaden! Er wird mitgenommen, Aika. Lässt sich den.